Hey Leute, willkommen zum iMyPhone-Kanal. In dem Video werde ich 4 Wege beschreiben, die angeblich WhatsApp-Daten von Android auf das iPhone übertragen können. Ich werde Ihnen zeigen, ob diese Wege gut funktionieren oder nicht. Im ersten Teil werde ich die 3 kostenlose Wege durchgehen, die in vielen Online-Artikeln erwähnt werden. Das erste ist, ein lokales Backup zu verwenden, um WhatsApp-Chats von Android auf iPhone zu sichern und wiederherzustellen. Die zweite ist, Google Drive zu verwenden, um WhatsApp von Android auf iPhone zu übertragen. Und die dritte ist, die WhatsApp-Export-Chat-Funktion zu verwenden, um zu übertragen. Wenn Sie sich nur für einen dieser Punkte interessieren, navigieren Sie einfach zu dem entsprechenden Kapitel, indem Sie auf die Wiedergabeleiste unten klicken. Im zweiten Teil werde ich Ihnen einen viel effizienteren Weg vorstellen, alle Ihre WhatsApp-Daten von Android auf das iPhone zu übertragen, der zwar nicht kostenlos ist, aber ein Versuch wert. Beginnen wir nun mit der ersten Methode. Wir alle wissen, dass WhatsApp lokal auf Android-Telefonen gesichert werden kann. Wenn Sie das letzte Backup wiederherstellen möchten, installieren Sie WhatsApp neu. Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Sie gefragt, ob Sie das Backup wiederherstellen möchten. Das ist auch bei der Übertragung von Android auf iPhone funktioniert. Schauen wir mal, ob es klappt. Wie Sie sehen können, gibt es einige Nachrichten, Emoji, Bilder und Videos in diesem Chat. Ich werde ein lokales Backup auf Android erstellen. Und dann deinstallieren Sie WhatsApp. Installieren Sie die App auf dem iPhone. Melden Sie sich mit demselben Konto an wie auf Android. Wir sehen, dass es nicht funktioniert hat. Mein iPhone sagt, dass kein Backup auf iCloud gefunden wurde. Und es gibt auch kein Backup, das auf meinem iPhone wiederhergestellt wurde. Da das lokale Backup auf dem Android-Telefon gespeichert ist, wird es nicht automatisch auf das iPhone übertragen, selbst wenn Sie das gleiche WhatsApp-Konto verwenden. Hier kommt die zweite Methode ins Spiel. Es heißt, dass wir in der Lage sein werden, WhatsApp von Android auf iPhone zu übertragen, indem wir das Google Drive Backup verwenden. Ich werde ein Backup meiner WhatsApp-Daten von Android auf Google Drive machen. Und dann überprüfen Sie das letzte Backup, um zu bestätigen, dass wir erfolgreich auf Google Drive gesichert haben. Deinstallieren Sie dann WhatsApp auf Android und installieren Sie es auf dem iPhone. Loggen Sie sich nun in dasselbe WhatsApp-Konto ein wie auf Android. Wir können sehen, dass es keine Aufforderung zum Wiederherstellen des Backups von Google Drive gibt, sondern nur eine Meldung, dass das Backup nicht in iCloud gefunden wurde. Aufgrund der Unterschiede zwischen iOS- und Android-Betriebssystemen können die WhatsApp-Daten nicht direkt von Android auf iPhone über Google Drive übertragen werden. Wir werden die Funktion Chat exportieren von WhatsApp verwenden, um die Übertragung durchzuführen. Chats können nur einzeln übertragen werden, daher wird es zeitaufwendig, wenn Sie alle WhatsApp-Chats auf das iPhone übertragen wollen. Wählen Sie den Chat, den Sie auf Ihr Android-Telefon übertragen möchten. Hier wähle ich diesen. Klicken Sie auf die 3 Punkte in der oberen rechten Ecke und dann auf Mehr, Chat, Exportieren. Normalerweise klicke ich auf Inklusive Medien, auch wenn dadurch die Anzahl der exportierbaren WhatsApp-Nachrichten von 40.000 auf 10.000 reduziert wird. Aber wenn Sie auf Ohne Medien klicken, wird der Chat als Textdatei importiert. Wählen Sie von hier aus die App, auf die Sie auf Ihrem iPhone leicht zugreifen können. Die meisten Leute werden E-Mails oder den Cloud-Laufwerkdienst wählen. Ich werde E-Mails wählen, weil ich auf meinem iPhone E-Mails empfangen kann.
Wir sehen, dass der Chat mit dem Chatprotokoll und allen Mediendateien im Anhang separat exportiert wird. Geben Sie den Empfänger ein Ihre E-Mail-Adresse und senden Sie. Gehen Sie nun zum iPhone und überprüfen Sie die vom Android gesendete E-Mail. Es wird ziemlich lange dauern, wenn wir auf die E-Mail warten, daher zeige ich Ihnen eine der zuvor exportierten E-Mails. Fahren Sie mit dem gleichen Prozess fort, wenn Sie mehr Chats zu übertragen haben. Allerdings können wir auf diese Weise nicht das Chatprotokoll und die Mediendateien zurück in den WhatsApp-Chat importieren. Wenn Sie auf die Daten in WhatsApp als echte Chats zugreifen möchten, ist die nächste Methode ausreichend. Die drei Methoden, die ich Ihnen oben gezeigt habe, sind also alle kostenlose Möglichkeiten, die angeblich in der Lage sind, WhatsApp-Chats von Android auf iPhone zu übertragen. Und die einzige Methode, die den Job erledigt, ist die Funktion Chat exportieren. Allerdings gibt es ein paar Nachteile. Jetzt werde ich Ihnen die letzte, aber wirklich machbare Methode zeigen, um alle WhatsApp-Daten direkt von Android auf das iPhone zu übertragen. Ich werde iTransfer for WhatsApp verwenden, das speziell für die Verwaltung von WhatsApp-Daten entwickelt wurde. Einschließlich WhatsApp, WhatsApp Business Backup, Wiederherstellung, Export und Übertragung. Sie können das Programm direkt über den Link in der Beschreibung herunterladen. Bevor wir beginnen, lassen Sie uns einen Blick auf die Nachrichten auf dem Android-Telefon werfen, damit wir überprüfen können, ob alle WhatsApp-Daten übertragen worden sind. Wir brauchen einen Computer und zwei USB-Kabel, um beide Telefone mit dem Computer zu verbinden. Nachdem Sie sich mit dem Programm verbunden haben, klicken Sie auf Transfer und wählen Sie WhatsApp Messenger. Das Programm wird die WhatsApp-Daten automatisch Schritt für Schritt verarbeiten. Der gesamte Prozess wird Minuten bis Stunden dauern, je nach der Menge der Daten. Programm die Übertragung der WhatsApp-Daten beendet. Das iPhone wird neu gestartet. Machen Sie sich keine Sorgen, alle Daten auf dem iPhone bleiben erhalten. Loggen Sie sich in demselben WhatsApp-Account ein wie auf Android. Das WhatsApp auf Android hätte automatisch abgemeldet werden müssen, aber aufgrund des langsamen Internets hier hat es sich nicht abgemeldet. Das ist eigentlich ganz toll. Wir können direkt überprüfen, ob die Daten vor und nach der Übertragung gleich sind. Alle Chats sind die gleichen, wie sie auf dem Android waren. Der Grund, warum wir WhatsApp nicht direkt von Android auf iPhone übertragen können, ist, dass die Datentypen auf diesen beiden Betriebssystemen unterschiedlich sind. iTransfer for WhatsApp verarbeitet die WhatsApp-Daten von Android so, dass sie mit dem Datentyp auf dem iPhone übereinstimmen, sodass wir auf die Android-WhatsApp-Daten auf dem iPhone zurückgreifen können. Wenn Sie an diesem Programm interessiert sind, laden Sie es sich direkt über den Link in der Beschreibung herunter. Verwenden Sie diesen Gutscheincode, um einen Rabatt von 20% zu erhalten. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. Wenn es Ihnen geholfen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Fühlen Sie sich frei, Fragen oder Kommentare zu hinterlassen. Vielen lieben Dank fürs Anschauen.